Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Ich bin immer noch der einzig wahre, oft kopierte, aber nie erreichte Kenny. Und ich wünsche euch schon mal einen granatenstarken Tag. Und ja, wir sind jetzt hier in der nächsten Episode von Kingdom Come Deliverance. So, wir dürfen der guten Theresa hier wohl die Sachen geben, die wir schon... Die du wolltest. Genau. Danke. Und wie geht's, Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Also mir gefällt Theresa ja besser als Bianca. Heinrich offensichtlich auch. Schreibt es mal in die Kommentare. Wen findet ihr besser? Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Echt, Mann. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Mensch. Schwert, das schneidet. Wer hätte das gedacht? Total verrückt. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Halleluja, Brüder und Schwestern. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Ja, das ist wohl nicht so. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Strange. Alles sehr komisch. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Ja, Vater. Ist viel Zeit vergangen. Mal Butter bei die Fische. Dir mal, aber heute noch nicht. Ah, verdammte Hacke. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Kannst du auch mit Fäusten treffen. Keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Uha, ein Reiter, der es eigentlich hat. Das ist meist nichts Gutes. Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Sag ich ja. Düdüt.
Oha! Dang, was ist denn nun los? Hauha, hauha. Na, nun geht's ans Eingemachte. Shit. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Oha, oha, oha. Du aber flinke Füße. Aber das geht auch bestimmt nicht gut für die Eltern aus. Dank. Macht, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute! Na los! Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen! Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Verdammte Hacke. Mann, Mann, Mann. Schnapp dir ein Pferd und reite nach Palmberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Auf den Bugram runter, den Weg entlang. Spring von der Mauer und verschwinde von hier. Ach, Herr Jemine. So, okay, jetzt müssen wir hier die Beine in der Hand nehmen. Und hier irgendwie entkommen. Und wir brauchen ein Pferd. Mal schauen. Ob wir hier nicht irgendwo eins finden. Da stehen schon mal Pferde rum. Okay. Oha. Ist irgendwas argen. Ups, hier stehen jede Menge Pferde rum. Nehme ich mir dann so ein Pferd mit. Aufsitzen, X. Oh Gott. Aha.
Schatasse, da la. Okay. Dann probieren wir es doch erstmal. Dafür schmort ihr in der Hölle, ihr Ziel! Hoppitschaber, mir es! Ihr ja doch hier fort! So. Okay, jetzt kommen sie hinterher. Sehr gut. Ja. Hallo, Pferd? Gas? Ja. Ah, so ist Gas, okay. Dann wollen wir mal los. Okay, und der grüne Balken scheint jetzt wohl Pferdeausdauer zu sein. Okay, ihr könnt auch direkt die nächste Cutscene. Verdammte Hacke. Oh Gott. Ja. Wir haben eine Blutung. Ja, schön. Muss jemanden finden, der mir helfen kann. Ja, erstmal muss ich, glaube ich, hier weg, ne? Weg. Geht's ja gerade einfach nur noch ab. Ja, verfolgt werden wir auch noch. Verdammte Hacke. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Na denn. Oh gut, du sagst mir das. So, die Pferdeausdauer. Ist aber auch langsam nach. Dem Pferd kurz Zeit geben zum Erholen. Oha. Da kamen schon die nächsten Pfeile. Dann leck mich doch im Sack. Ah, warum hängen wir hier fest? Eieiei. Das Pferd macht's auch nicht mehr lange. So, den Kanter wechseln. Okay, mach mal einmal. Bisschen hier Ausdauer. Oh Gott. Ah. Und jetzt Gas. Gas, Gas, Gas. Ah, dann nimmt der nächste schon die Beine in der Hand. Fahrt die anderen! Sie brennt gar nichts nieder! Pete, sie werden euch umbringen. Echt? Oh Gott. Also dem Gebrabbel hinter mir zu urteilen, sind die immer noch da. Ja, natürlich. Ach, du ahnst nicht. Ein bisschen macht der Gaul noch mit, aber wir brauchen bald wieder mehr Ausdauer. Ach, du ahnst es nicht. Warum? Ah, lasst mich doch in Ruhe. Ja, das Pferd hat nämlich auch schon keinen Bock mehr. Sagt auch schon, jo, nö, lass mal. Ein bisschen Ausdauer regenerieren. Oh, hat Punktlandung. Punktlandung nach Thalmberg. Ich habe wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Na, muss man manchmal auch haben, ne? Schnell, wir schließen das Tor. So ein Pfeil im Bein tut bestimmt nicht gut. Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du? Und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert?
Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Uha. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Da sind die Lichter aus. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, es tut ganz schön weh. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Genau mein Humor. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Uha! Wird zum Schloss Herr Burgherrn hier geführt. Ja, sieht schon nach Pinke-Pinke aus, wie die Zeit damals, würde ich sagen. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Ja. Aufgabe abgeschlossen. Reite nach Thalenberg, ja, Gott sei Dank, ja. War auch ein harter Ritt. So. Jetzt dürfen wir alleine loshumpeln schon wieder? Ja, sieht so aus. Okay, das ist auch schon mal was. Also. Du hast entdeckt. Dein Bett. Okay. Ein Bäcker haben wir auch entdeckt. Ja, dann reden wir erstmal kurz hier mit dem Herrn Robart. Mal hören, was er zu erzählen hat. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Okay. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Warum hat sie jetzt meinen Ruf verschlechtert? Ah, verflucht.
Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Tja, moin. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Hab ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herrin. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Na, Glück gehabt. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja, hab Dank, Herrin. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Ja, hat er ja recht, ne? Das ist ja, ne? Hygiene ist ja auch so ein Ding gewesen im Mittelalter, ne? Naja, schauen wir mal. Oha, wir haben Hunger. Sogar mächtig gewaltig und müde sind wir auch. Ist. Geh zur Wachstube auf dem Vorplatz. Ja, okay. Dann aufheben. Kann ich das jetzt ja, einfach mal. Nimm jetzt hier einfach mal so, was ich brauche. Da, da, da. Gebratene Ente, perfekt. Ich nehme erstmal mit, was ich tragen kann. Oh, den Pfeil durften wir sogar behalten, der im Bein steckte. Na, klasse. Herr Ratzis Schwert. Können wir das jetzt? Nee, können wir nicht. Schade. Gut, Linsenbrei. Den wollen wir doch mal essen. So, mal gucken. Was sagt der Hunger? Boah, ist noch genug da. Da können wir uns auch noch hier den Käse reinhämmern. Zack, Rind damit. Und gebratene Ente. Auch mal hinterher. So, was sagt der Hunger jetzt? Hunger ist weg. So, sehr schön. Aber wir nehmen hier noch ein bisschen mehr Käse mit. Wenn wir hier schon kostenfrei was mitnehmen können, dann machen wir das auch. Ne? Dann wäre es ja blöd, das nicht zu tun. Denke ich. So. Okay, gibt es noch irgendwas Feines? Brot, Käse? Ja, ich weiß, dass du müde bist. Heinrich, reiß dich noch kurz zusammen. Oh, das wäre stehlen. Schade. Na gut. Das lassen wir wohl sein. Ja, weil die haben uns nämlich im Blick. Dann gibt es die gleich auf den Sack. Wir wollen uns ja nicht verscherzen, hier gleich zu Beginn. Ah, hier ist die Burgherrin nochmal. Mit der Quatschen. Ist der Kerl aus Garlitz? Was in Herrgotts Namen ist dort geschehen? Soll ich dir das erzählen? Mal gucken. Es war schrecklich. Ja, komm, wenn, dann hier gleich Gossip verteilen. Sigismund kam mit seiner Streitmacht. Es war ein sonniger Tag, bis Sigismund mit seiner Armee kam. Ich sah ihn da sitzen mit seinem roten Bart und dem hochmütigen Blick, als er den Angriff befahl. Oh nein. Ja, so ist das, ne? Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich lief mit den anderen zur Burg. Hinter mir hörte ich die Schreie der Angreifer und der Verwundeten. Dann drehte ich mich um und sah, wie mein Vater versuchte, Mutter zu retten. Sie wurden beide getötet. Das Tor war schon geschlossen. Von den Zinnen riefen sie mir zu, ich solle fliehen und euch warnen. Mit Gottes Hilfe gelang es mir. Mein Gott, wie grauenvoll. Du hattest Glück zu überleben. Und danke für die Warnung. Ich werde für bessere Zeiten beten. Mensch, siehste, haben wir gleich mal hier unseren Charme spielen lassen. So, ab in die Wachstube. Jetzt ins Bett hier. Ich glaube, hier geht's rum. Jawohl. So, und dann mal schauen. Das sieht doch hier nach dem Bett aus. Können wir auch Tür schließen? Ja, sauber. Dann werden wir mal eine Runde pennen erstmal, ne? Setzen. Zack. Müdigkeit. Und dann wollen wir schlafen. Und diese ganzen Geschehnisse erstmal ein wenig verdauen. Das ist kurz vor Abend. Ich würde sagen, wir pennen mal so bis morgens um 5. 10 Stunden, das ist, denke ich, gut. Abfahrt. Verstanden? Ja, Herr.
Jetzt liegen wir doch mit den dreckigen Schuhen im Bett. Verflucht. Dumm. Herein. Ich bin es, Heinrich. Oha, die Herrin. Gib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herrin. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht... Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das die führt doch irgendwas im Schilde. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Mhm, du Schlawiner. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein. Wenn dir danach ist. Also dem Gespräch entnehme ich, dass sie auch sehr einsam ist. Vom Überfall berichten. Berichten wir doch einfach mal vom Überfall. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich. Kam unerwartet. Aber wir sind nicht da. Wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ja, gegen die Herren haben wahrscheinlich keine Chance, aber ich probiere es trotzdem mal. Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kunesch blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh, Erfolg! Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ach, da sitzen wir! Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Oh Gott! Vater und ich redeten über das Leben, komm. Vater und ich unterhielten uns immer in der Schmiede. An jenem Tag bat ich ihn, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Aber er lehnte ab und sagte, ein Mann solle seinen Kopf lieber nicht für sinnlose Heldentaten aufs Spiel setzen. Hatte er nur geahnt, welch Schicksal uns erwartete. Wir hatten auch Erfolg. Und Ruf verbessert. Sauber. Er war schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind. Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar! Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Die Skalitzer. Das Burgtor stand offen. Die Glocken und Hörner schlugen Alarm und die Dorfbewohner rannten zur Burg, um Schutz zu suchen. Sie nahmen nur mit, was sie in der Eile greifen konnten. Sie hatten furchtbare Angst. Muss ja auch immer schnell entscheiden. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie entsetzlich es war. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad in der Burg. Ich brauche ein Pferd. Ich brauchte ein Pferd, um nach Talmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Er trägt ein bisschen dick auf, ne? Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen.
Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch einsam. Ich war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Eieiei. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divischs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahre auch kein schönes Schicksal. 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Ja, das glaube ich. Herr Divisch scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Also, zusammenfassend kann man sagen, dass sie so ein bisschen vereinsamt ist und ihr Mann ist ihr zu alt. Das lese ich da jetzt so raus. Aber naja, gut. Nehmen wir es erstmal so hin. Mal gucken, wohin das führt. Das Ganze. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn?
Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlets auf dem Weg hierher. Oha. Na, das müssen wir uns nochmal angucken, ne? Es ist auch finster wie im Bärenarsch hier, ne? Meine Güte. Ja, hier müssen wir raus. Nimm die Fackel vom Tisch. Fackel? Fackel. Aufheben. Zack. So. Aushalte. Eins gedrückt, um die Fackel zu benutzen. Drück mal eins. Ah! Es werde Licht. Und was ein Scheißwetter. Leute. So, wo sollen wir hin? Auf dem Wehrgang? Müssen wir wohl da hoch, wa? Hier so lang und hier so rum. Schlagen wir hier die richtige Richtung ein? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich bin in einem Privatbereich. Ne, da wollte ich auch gar nicht hin. Dann bin ich wohl falsch abgebogen. Tüdelü. Na gut. Gehen wir nochmal woanders rum. Versuchen wir nochmal hier lang zu gehen. Schauen uns das mal hier an. Da kommt das Tor und da ist auch zu, oder was? Jo. Aber hier kommen wir auch hoch. Ah ja, hier gibt diese Treppe am Tor über den Wehrgang. Ah ja, ja, ja. Und nun? Hauptmann Robert. Ja, wo ist er denn? So, ui. Da gewährt es aber ordentlich. Was ein Mistwetter. So, laufen wir hier mal rum. Ah, da sind sie. Das sieht gut aus. Kommando und alles wird gut. So, hier, mit Robert sollen wir sprechen. Mal gucken. Was ist los? Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Scarlets eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Der Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Es ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel. Denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer. Zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Mach's gut. Okay, und das sind jetzt die Flüchtlinge aus Scarlets, oder was? Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Sack! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Talmberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen?
Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Scarlet's. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Devesh, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Talmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Harnisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Okay, also die ziehen weiter nach Rathai und wir bleiben erstmal in Talmberg. Ich hätte es aber auch für eine echt blöde Idee, die Eltern noch zu beerdigen. In allen Ehren, was er wollte, aber es macht nicht wirklich viel Sinn. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Siegesmund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen, haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Na klar. So, jetzt reden wir mal mit ihm. Kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Okay, jetzt dürfen wir noch Wache schieben. Yay. Halte Wache auf dem Wehrgang. Wo müssen wir denn hin? Okay, wir haben hier gar kein Questziel jetzt, oder was? Na gut. Ich würde sagen, es soll es für diese Episode denn erstmal gewesen sein. Klar, jetzt kommt der Teil, wo wir uns mal ein bisschen freier bewegen können und nicht so viele Cutscenes haben. Aber ich möchte auch nicht, dass die Episoden zu lang werden, tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, machen wir denn hier in der nächsten Episode weiter. Ui, Wattengewitter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder im besten Fall natürlich ein Abo da. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen granatenstarken Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.